bin ein Basler. Haben wir uns nicht an der letzten Fasnacht kennengelernt? Oder am Brückenfest? Sonst müssen wir kennen uns. Und als ich der letzte über das Seibe ging, ich denke, nicht Wesens. Schau mich um. Basler. Information. Der Gesamtplan. Aha. Ich denke, was ist jetzt das? Das kenne ich doch. Die Hammerstrasse, da wohne ich ja. Und da wohnt der Gusti. Die neue Johanniterbrücke. Da gehe ja ich. Da wird regiert. Und regiere ich selber. Mit Nein und Jo. Basel ist eine glatte Stadt. Mit glatten Plätzen. Ja, wenn man da keine Benauti nicht wäre. Das kostet ein schönes Bollengeld. Und die Leute ist bald überhaupt nicht mehr. Aber sie wissen schon, wie sie das Geld wieder eintreiben können. Das Gelungene an einer Stadt ist, dass man kaufen kann, was einem gefällt. Die Auswahl, sage ich als, es ist ein Fest. Und dass du, guten Tag, alte Bekannte triffst, Mädchen, wo das ist, der merkwürdigste Typ, ausgefallene Fegel, der Herr Professor. Und dass etwas los ist, dass es läuft und fegt, die Fremden reinkommen. Aber die Hauptsache ist doch, dass es einem wohl ist. Und dass es der Frau, der Buschi, der Grossmama wohl ist. Auch wenn du manchmal folgen musst oder gar nicht folgen willst. So gehe ich also, schaue die Stadt an, hol den Wagen, fahre drin rum und denke, den anderen geht es nicht anders. Alle kommen in die Stadt, alle wollen in die Stadt, weil die Stadt allen gefällt. Das ist es eben. Je schöner eine Stadt ist, desto mehr Leute sind in dieser Stadt. Und je mehr Leute in die Stadt kommen, desto mehr Velos, Kinderwagen, Trams, Hunde, Lastwagen, Motorräder und Autos gibt es in der Stadt. Und desto weniger Platz, sodass man Platz schaffen muss, um für das Neue Platz zu machen. Schafft sich Platz. Mami! Mami! Um 1900 hatte Basel 111.000 Einwohner. 1955 hatte Basel 208.000 Einwohner. 1965 hatte Basel 237.000 Einwohner. Wie viele werden es im Jahre 2000 sein? Ja. Was schätzen Sie, wie viele Einwohner wird Basel haben im Jahr 2000? Schätzen Sie mal. Doch, den Sie bitte doch schätzen. Sie wissen es auch nicht? Nein, keine Ahnung. Und Sie? Ja, etwa 280.000. 310.000. 400.000. Ja. Jetzt haben wir 200.000. Ja, schon 300.000. Ja, eigentlich. Es wird nicht mehr viel grösser, weil es hat halt Grenzen immer ums ganze Land herum, redlich von Basel. Und ich glaube, ja, etwa vielleicht der grosse Zürich jetzt etwa ist. Ja, ungefähr. 300.000. Ja, sagen wir etwa 600.000. 600.000, das ist viel, he? Ist viel? Ja, etwa eine Million. Circa eine Million. Ja, also da wird schon gegen
eine halbe Million bis eine ganze Million sein. Was meinen Sie, was könnten wir unternehmen auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt, um diesen Leuten Platz schaffen? Also es gäbe dann also ganz sicher kein freies Plätzchen mehr. Zum Spielen. Für das Spielen hat man nichts mehr. Nein. Wäre also alles überbaut, meinst du? Ja. Also ja, keine Ahnung. Ja, bauen. Ich glaube, einzig durch Hochhäuser. Und dann, dass man noch mehr von diesen Hochhäusern aufstellt, wo das zeitweise schon gemacht worden sind. Wie wir es im Dreispitz draussen haben gesehen, zum Beispiel. Hochhäuser bauen. Jawohl. Mit Hochhäusern? Große Häuser. Dass man die kleinen alten Häuser soll abrissen. Ja, ich finde es. Die alten Häuser abrissen? Ja. Meinen Sie da auch in der Innenstadt? Und Hochhäuser bauen? Meinen Sie auch in der Innenstadt, dass man da einfach mal... Warum nicht? Nicht die schöne Altstadt abrissen. Der Zuwanderer zur Stadt Basel ist einfach zu gross, dementsprechend sollten mehr Häuser bauen werden. Rissen doch den Altmist ab und bauen etwas Neues auf. Wir können doch die Altstadt nicht abrissen, die muss bleiben. Wenn man kein Mühe zu etwas Neuem hat, so gibt es nichts Neues. Das ist ein ganz alter. Das ist kein Wert zum Reklamieren, Sie machen ja gleich, was Sie wollen mit uns. He? Vielleicht reissen Sie uns alles zusammen ab. Ein Wunder dir. Und so, bitte reißen wir einmal ganz Basel ab, bis auf den Rhein. Und nehmen an, die Stadt stünde nicht mehr. Überlegen wir uns also, was wir an der Stelle, wo Basel stand, bauen könnten. Suchen wir den natürlichen Plan der Stadt, ihre Idee. Beginnen wir bei dem, was gegeben ist, dem Rhein. Drei Länder treffen sich hier, Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Und da liegt die Stadt. Wo aber sollen ihre Verkehrswege liegen? Einen Verkehrsweg haben wir schon, den Rhein. Dazu die Häfen, St. Johann, Kleinhüningen, Birsfelden, Auhafen. Danach die Bahnlinien aus Frankreich, aus Deutschland und natürlich aus der Schweiz. Das gibt dann auch drei Bahnhöfe. So, jetzt brauchen wir noch Straßen, Autobahnen. Die deutsche gibt's schon, die französische gibt's noch nicht, ist aber geplant und bekommt Anschluss an den Flughafen, wenn es sie einmal gibt. Und da bauen wir die Schweizer Autobahn. Auch sie führt an die Stadt heran, in die Stadt hinein. Und zwar dort, wo wir schon Platz haben, neben den Bahngeleisen. Wir zerschneiden mit der Autobahn also nicht die Stadt, sondern legen den Autobahnring dorthin, wo schon ein Ring besteht. Denn da, neben der Bahnlinie, haben wir Platz für den Autobahnverkehr. Sehen Sie? Der Böschung entlang, auf Galerien oder unter der Erde, nicht anders als die Bahn. Eine Umfahrungsautobahn kommt später über Lörrach, Tegernfelden, Rheinfelden, falls unsere deutschen Nachbarn sie bauen. Jetzt brauchen wir sie noch nicht. Denn die Statistik sagt, dass in einer Stadt von der Größe Basels der meiste Verkehr in die Stadt oder aus der Stadt führt, also Ziel- oder Quellverkehr ist. Nur wenige fahren an der Stadt vorbei. Alle anderen kommen aus der Stadt oder wollen in die Stadt hinein. Und das dürfen sie auch. Bis dahin. Das ist unsere neue Stadtmauer, der Cityring. Der Cityring liegt darum eigentlich ganz logisch dort, wo früher zum Teil die Stadtmauern standen. Verfolgen wir ihn. Bahnhof SBB, Elisabethen. Jetzt wissen Sie auch, weshalb wir an der Heuwaage ein Viadukt bauen. Von der Elisabethenschanze zur Steinenschanze, um den Cityring zu schließen. Weiter durch den Steinengraben, vorbei am Spalentor. Schanzenstraße, Johanniterbrücke, die wir deswegen verbreitert haben. So. Feldbergstraße, Clara Graben, Clara Platz, weiter in Clara Graben bis zum Wettsteinplatz, auf der Wettsteinbrücke zurück, das gibt die nächste große Stadtkorrektion, in die Dufourstraße. Vom Eschenplatz durch den Eschengraben wieder zum Bahnhof SBB. Überall an den Cityring bauen wir Parkhäuser. Platz für Tausende von Autos, die wir somit von der Innerstadt fernhalten. So gehört das Stadtzentrum dem Fußgänger. Man kann sich wieder von einem Trottoir zum anderen guten Tag wünschen, ungestört einkaufen, ungestört schwatzen.
Das ist heute eine Straßenunterführung. So kann aber in der Zukunft einmal der Eingang zu einer Tramhaltestelle aussehen. Denn wir verlegen das Tram unter die Erde. Wie hier. Wie hier. Von der Innerstadt bis zum Autobahnring übernimmt es unterirdisch den sogenannten Radialverkehr, wohingegen der Bus, beweglich und nicht mehr an die Schiene gebunden, den peripheren Verkehr übernimmt. Aber auch für die Autos brauchen wir Verbindungen zwischen den Ringen. Breite Straßen, die unsere Stadt in Quartiere unterteilen. Dabei wollen wir die Quartierzentren auch wirklich im Zentrum der Quartiere halten. Nicht so wie hier am Neuweiler Platz, wo die Autos die Leute behindern und die Leute die Autos, sondern so wie hier in Gellert. Der Verkehr stört nicht mehr, die Fußgänger kommen auch im Quartier zu ihrem Recht, man kann in Ruhe schlendern, spielen, alles ohne Lebensgefahr. Und so haben wir ein neues Basel gebaut, das in den wichtigsten Teilen noch das alte ist. Mit Innerstadt, Cityring, Quartieren, einem Autobahnring und einer Industriezone. Sie liegt, ganz richtig, in der Nähe der Häfen, der großen Verkehrswege, der Bahnen und der Autobahn. Es ist eine neu durchdachte, eine vernünftig organisierte Stadt, in der auch die Natur, nämlich als Grünzone, nicht vergessen ist. Durch diese grünen Radien können Ausfallstraßen und öffentliche Verkehrsmittel aus der Stadt hinausführen, wie durch einen Garten. Denn die Stadt ist ja nicht allein für sich auf der Welt, sondern umgeben von Vororten und Nachbardörfern, mit denen sie verbunden sein will. Auch diese Nachbarn brauchen Platz für Neues. Sie spüren es, wenn es der Stadt gut geht. Sie nehmen teil am Leben der Stadt, sogar über die Landesgrenzen. Weil die Stadt wächst, wachsen auch sie. Neben den alten Dorfplätzen entstehen neue Quartiere, von denen man vor wenigen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Alt und neu? Alt und neu, ja. Nicht eine neue Stadt gegen eine alte Stadt, sondern eine alte Stadt in einer neuen Stadt. Oder eine neue Stadt als Vollendung einer alten Stadt. Vor allem eine lebendige Stadt. Sehen Sie, das ist Basel. Wie hätte Johann Peter Hebel gesagt? Ist Basel nicht eine schöne, tolle Stadt? Sind Häuser drin, ist manche Kirche nicht so groß. Und Kirche sind in manchem Dorf nicht so viel Häuser. Es ist ein Volksspiel. Es wohnt ein Reichtum drin und manche brave Herr. Wer hätte recht gemeint? Vielleicht die, die begriffen haben, wie schön und gescheit die Stadt von der Vorfahren gebaut worden ist. Und dass man drum zu einer Sorge muss haben, nicht nur wegen denen, die nach uns kommen, sondern auch der Stadt zu lieb. Und sogar uns selber zu lieb.